Moin, moin, ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit Two Point Hospital, wo wir prominenten Besuch haben. Das heißt prominent, aber wir haben hier einen Radioreporter, der einfach mal die Schocktherapie besucht und sich an dem Erdbeben erfreut. Ach Mensch, das geht ja richtig seismisch zu. So, jetzt haben wir es. Nachwuchsschwester. Leider haben wir den Wunsch nicht erfüllen können. Oh Wunder, hat nicht geklappt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, müssen wir mit klarkommen. Warte mal, wir haben keine Heizung drin. Scheiße! Wir brauchen unbedingt eine Heizung. Kriegen wir unter. So, zack und zack. Läuft doch. Oh, und auch hier geldtechnisch wird das so langsam. So, müssen wir mal ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwo unsere Bank unterbringen können. Sinnvoll. Beini, machen wir das Ding mal weg hier. Zack, weg damit. Machen dann stattdessen das hier. Ja. Und sehen, ob wir da irgendwie nochmal Yucca-Palmen unterbringen können. Jawohl, ich und meine Yuccas. Ach, ist das schön. Ein Herz für Yucca. Yucca, Yucca, Yucca. Ja, und auch die Öffentlichkeitsarbeit. Guck mal hier, 15 Ruf, 5000 Geld und 20.000 auch noch oben drauf bekommen. Was wollen wir eigentlich mehr? Das ist doch hier schon vom Allerfeinsten. So kann es weitergehen. Ich glaube, wir sind auf gar nicht mal so schlechtem Wege. Frakturpatienten, die müssen wir auch noch irgendwie unterbekommen. Aber hier, yeah, 35.000 Gewinn gemacht. Bam! Ins Gesicht und so. Da klappt es auch mit der Heilung. 2 Stück geheilt, 3 noch im Gang. Perfekt, was wollen wir eigentlich mehr? Das läuft eigentlich schon wie geschnitten Brot. Der Toby Malfoy. Garstig und reizbar. Nee, du gehst mal weg. Übelerregend. Du gehst auch einfach mal weg. Übelerregend, nochmal, aber inspiriert. Was haben wir denn hier? Diagnosebeschluss. Ach komm, behandeln wir. Wir können es uns leisten, uns etwas nicht zu leisten. Wird schon schief gehen. Ich bin da mal positiv gestimmt, vorsichtig, optimistisch, wie auch immer. Jo, und Lykantrophie haben wir hier auch. Sehr schön. Vermutlich wird dann gleich freikommen, wir haben einen Patienten mit Lykantrophie. Möchtest du eine Einrichtung dazu bauen? Blablub, sollen wir den wegschicken? Hast du nicht gesehen? Blabla. Das Übliche halt. Weiterbildung benötigt. Och, nee, nicht jetzt. Ein anderen Mal. Theoretisch hätten wir hier noch für Diagnose, aber wir können auch hier nochmal weitermachen dann. Ein Glasauge, braun. 4 von 5 Patienten geheilt. Perfekt. Es läuft derzeit. Es läuft. Zumindest besser als beim ersten Versuch. Und guck mal, den haben wir zwar nicht geschafft zu heilen, aber. Ja, was machst du? Wir haben das Geld von ihm kassiert. Mehr können wir nicht erwarten. Personalherausforderung. Ein Pausenzimmer, ja. Welcher Pausenclown wollte das denn haben? Ich weiß es nicht, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Pausenzimmer. So. Machen wir schon irgendwie alles hin, basteln. Warum nicht? Das ist irgendwie auch. Ach, das ist doch kacke. So kann ich nicht arbeiten. Nee, das muss weg. Machen wir mal lieber sowas hier und dann kriegen wir es hier irgendwo unter. Ach, das ist sogar schon sofort beziehbar. Yes. Was wollen wir mehr? Dann bauen wir eben Pausenzimmer.
für unsere Pausenclowns. Ja, hier so eine richtig geile Sitzecke. Ihr habt's euch verdient. Hey, wieso kann ich hier nicht? Oh. Dann bauen wir hier noch so ein Ding unter. Dann haben wir hier geilen Fernseher auf jeden Fall. Dann kriegen die auch nochmal sowas Schönes hinkredenzt. Von mir aus auch Salz-Snacks, warum nicht? Das muss auf jeden Fall sein. Sonst geht gar nichts. Feuerlöscher kriegen... Dahin. Muss ja auch für gesorgt sein. Eine Heizung hierhin, eine Heizung dahin. Spielautomat, ja, unbedingt. Dann noch eine Kaffeemaschine irgendwie. Profilenschrank muss auch eigentlich sein. Man muss ja auch mit irgendwas angeben. Und eine Yucca-Palme, natürlich. Hier gerne auch nochmal. Ja komm, machen wir da nochmal so was Schönes hin. Könnte es denn schöner sein? Ich glaube nicht. Ein Ecksofa. Nicht da. Och. Scheiße, das ist echt geil. Sitzsack, Trainingsgerüst. Da Fug, was kriegen wir denn hier alles rein, Theo, praktisch? Das ist ja unglaublich. Ein singender Fisch. Und das sind so Sachen, die man eigentlich nur fürs Personal gebrauchen kann. Das ist irgendwie schon krank. Da kriegen wir noch Mülleimer hin. Oh, Süßigkeitenautomat. Unbedingt. Ich wollte hier doch noch Sterne reinbasteln. Ja, da haben wir sie doch. Immer schön rein mit den Sternen. Jawohl, da haben wir doch alles, was wir brauchen. Zack, Belohnung, Zufriedenheit, was nicht alles. Och, es ist wunderprächtigst. Ist ein Traum, ist das. Da können wir uns reinknien, richtig gehend. So, und wir müssen noch keinen Kredit aufnehmen, bisher zumindest. Ich bin ja gespannt, wann der erste Kredit kommt. Diagnosebeschluss, 67% sicher, ja. Behandeln. Wir gönnen es uns einfach mal. Ach du grüne Kacke. Hm. Da kopieren wir doch mal so ein Ding. Vorerst. Nee, wo haben wir das denn mit drehen? Ah, hier war es. Und boing, da haben wir es doch installiert. Was wollen wir mehr? Wir haben doch alles, was wir brauchen. Ach, trotzdem, der Gang ist mir eigentlich zu breit. So vier Felder, das ist schon... Da kriegen wir kaum was untergebracht, das ist das Problem. Wir können doch noch ein Scheißhaus können wir hinpacken. Aber dann war es das auch schon. Und nochmal, diesmal nur 66, aber egal, wir behandeln alles. Pfleger zur Apotheke, bitte. Nach bestem Unwissen und Gewissen quasi. Warteschlange 1, noch geht das. Aber ich glaube, bald wird uns das Ganze hier ein bisschen platzen. Schmutzfink und Herzensbrecherin. Klokoller streitlustig, ach nee. Oh, du gehst mir weg. Mal sehen, was wir jetzt hier bekommen. Wir bekommen ein sehr breit gefasstes Talent. Und wieder eine Avocado. Schmutzfink und Herzensbrecher. Ach komm, warum nicht? Ja, demnächst brauchen wir dann auch auf die... Ah, Forschungspunkte. 5 von 1000. Installiere Upgrades an 5 Maschinen. Haben wir auch noch nicht. Haben hier noch gar nichts. So ein Scheißdreck. Naja, wird schon gut gehen irgendwann, vielleicht, eventuell. Man weiß es nicht. Man munkelt. Pflanzen benötigen Wasser.
Was haben wir denn hier? Notfallstation? Ja, komm, schick her das Ganze. Oh, ein Megascanner wäre mega. Aber ein DNS-Labor wäre auch geil. Patienten treffen jetzt auf der Station ein. Ah, vielleicht ja, wenn wir hier ein paar Patienten davon behandelt haben. Diagnosebeschluss 66% wieder. Ja, komm, lass behandeln. Und die Monobraue haben wir auch mal wieder. Das Jahr ist perfekt. Fast vorüber. Drei Patienten bei der Psychiatrie. Okay, das sammelt sich auch wieder. Auszeichnungen. Ja, jetzt bin ich doch gespannt. Öffnen wir alles mal. Oh. So gar nichts. Also da bin ich jetzt doch ein bisschen enttäuscht. Puh. Hatte ich glaube ich auch noch nie gehabt, dass ich im ersten Jahr gar nichts bekomme. Obwohl es ganz gut läuft. Besser als ich dachte zumindest. Warte mal. Okay, es gibt natürlich jetzt diesen Notfall. Dadurch sind 8 Leute, okay. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal zusätzliches Personal einstellen, damit da hoffentlich schneller gearbeitet wird. Weil sonst wird das natürlich eng hier mit 8 Leuten. Hätte ich mal vorgeguckt. Stromschlag, yes! Ein Assistent wird an der Perfekt. Aufnahme verlangt. Das wollten wir doch eigentlich haben. Oha, erster Fehlschlag schon. Da muss auch was geheilt werden. Aber wir haben hier 1, 2, 3, 4 schon drinne. Und wir müssen mal dafür sorgen, dass wir hier mehr Sitzplätze gewährleisten können. Ein bisschen Energy, ein bisschen Snackautomat. Dazu noch, was machen wir denn noch alles? Das können wir dazu packen, warum nicht? Heizung, ja, Heizung wäre ganz gut. So, geht doch alles, man muss es nur wollen. Hier kriege ich vermutlich oder auch nicht. Das ist natürlich schade. So, vielleicht, nee, auch nicht. Dann nehmen wir hier so ein kleines Heizungchen. Ja, schon besser. Dann machen wir hier nochmal so einen kleinen versteckten Daddelautomat rein, weil wir die so gerne haben. Und da hat es jemanden innerlich ein bisschen zerrissen. Das kommt vor. Aber einen haben wir auch geheilt. Yes! Es geht voran. Ein qualifizierter Hausmeister zur Geisterentsorgung, bitte. Qualifiziert ist schon das Problem bei uns. Yes, Nummer 2 geheilt. Nummer 3 fehlgeschlagen. Scheiße. Es wird nicht so viel besser gerade. Oh, da ist jemand, der ein bisschen rumbrutzelt vor sich hin. Der muss irgendwann hierhin geschickt werden. Oh, da findet gerade eine Behandlung statt. So ein bisschen Frankensteins Monster mäßig. Es lebt! So, bist du ein Patient für Gedöns? Nee. Zack, 11.000 bringt das Gute. Ja! Yeah. Es läuft. Es läuft einfach. Heile 10 Patienten. Ja, komm. Ich versuch's. Ich bin stets bemüht. Beförderung. Komm, im Moment habe ich das Geld dafür. Warum nicht? Ui, 4 von 8 Patienten geheilt. Haben wir tatsächlich noch geschafft, das Ganze. Puh. Ich habe einen Moment nicht damit gerechnet. Ich bin begeistert, auf jeden Fall. Und ich finde ja Ruf, aber wir haben auch echt relativ schnieke dafür, dass wir noch so am Anfang sind. Ich habe das schon schlimmer gehabt. Heute geht es bei Sir Nigels maßgebliches Musterbuch für meisterhafte Manieren um das richtige Führen von Telefonanrufen. Insbesondere Anrufen bei Radiosendern.
Ach, machen wir hier auch nochmal hin, weil wir es können. Schreien Sie nicht. Och nö, nee, nein. Und klarer Stimme. Nicht wieder seismische Aktivitäten. Solchen, oh, ich mag nicht dran denken. Angelegenheiten eigentlich zu elegant vorkommt. Warteschlange 2, Warteschlange Sie auch. Jederzeit höflich. Werfen Sie mir und da geht's los. An den Kopf und dann plötzlich langweilig und unhygienisch. Der Gipfel der Unhöflichkeit. Ah, Spritzenhaus könnten wir auch bald bauen, oder? Das brauchen wir eigentlich nicht. Aber hier, Schnellmerke. Ah, warten wir nochmal ab, was wir am nächsten Tag bekommen. Warum nicht? Das können wir uns nochmal anschauen. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf uns und wir bekommen noch jemand fegen. Schmutzfink Entertainer Romantiker. Und hier ist Schnellmerke. Ach komm, nehmen wir den hier rein. Und dann bauen wir einfach mal. Ja, das wird gut. Das wird sehr gut. Bauen wir einen Megascanner. Einfach, weil wir es können. Ach Mist, das reicht leider nicht aus. Ah, ich habe es fast schon befürchtet. Nee, hier gießt er weg. Und dann bauen wir das Ganze hier irgendwie auf. Warum nicht? So, und dann zack, machen wir hier das dicke, dicke Ding hin. Warum nicht? Unterstützen wir das Ganze nochmal mit ein paar Serverchen, ne? Weil wir es können. Direkt eine Heizung am Server dran. Das muss gut gehen. So, dann noch so eine kleine dahin. Dann noch ein Feuerlöscher, falls die Heizung für ein Malheur sorgt. Ich bin ja zumindest ansatzweise verantwortungsbewusst. Wer es glaubt, wird selig. Und eine Juckerpalme. Jawohl. Da kriegen wir eine Juckerpalme hin. Ich brauche doch meine Juckerpalmen. Oha. Perfekt. Geil. Das geht ja richtig gut vonstatten. Dann haben wir das Ding auch fertig. Da können wir sogar noch eine zweite reinpacken bei Zeiten. Yes! Muss ich nur dafür sorgen? Warte mal, wo haben wir es denn? Personal. Der Plan. Genau. Hauen wir hier einfach mal den Megascanner rein. Und dann haben wir jemanden, der dafür zuständig ist, dass die Leute gescannt werden. Ist das ein Traum oder ist es ein Traum? Genau, es ist ein Traum. Dann kriegen wir hier noch. Ey, ich wollte doch nur Dinge tun. Beine. Ach komm, können wir auch so machen. Dann machen wir eben hier einen Mülleimer hin. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Ja, ich weiß, dass die Pflanzen Wasser benötigen. Ach, Telefönchen hätte ich auch noch hinpacken können. Ha! Muss man mir auch erstmal sagen. So, Juckerpalmen will ich trotzdem hinpacken. Einfach, weil ich's kann. Oh, warte mal. Wird die nicht mehr gebraucht, oder wie? Das wäre ja ganz was Neues. Bearbeiten. Auf Radio nee, ich brauche. Ich bin ey. Sicher, dass Sie mir zustimmen, dass dies ein wirklich das außergewöhnliches Stück Musik war. Ein so, makelloses das brauche ich, glaube Beispiel ich nicht. Eines nicht-diatonischen Kontrapunktes. Für weitere erschütternde so, Kompositionen bleiben Sie einfach dran. Läuft bei mir. Nicht jetzt, nicht jetzt. Passt schon. So, und warten wir dann einfach mal ab, was daraufhin passiert. Ach du Schande. Ich erkenne das Problem auf jeden Fall. Shit. Hier ist eigentlich schon wieder zu weit entfernt. Scheiße. Mal kurz gucken. Wenn ich da eine Kopie mache, dann haben wir ein Problem. Shit.
könnte da noch irgendwas anderes reinballern. Aber irgendwie auch nein. Das müssen wir mit leben, wie es kommt gerade. Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Oha, in 56 Tagen einen Patienten geheilt. Ich weiß ja nicht. So, da sind es 4. Ich glaube, wir können langsam mal einen neuen Behandlungsraum machen. Yeah. So, das sieht doch gut aus. Demnächst kommt dann auch das 4. Ding. So, was haben wir denn hier? Granti, schlafmützig und reizbar. Nein! Unglaublich langweilig. Nein! Reizbar, nein! Ja, den nehmen wir. Sympathisch. So, dann haben wir auch eine Person mehr, die sich da drum kümmern kann. Die Aufnahme, das sieht auch gut aus. Ach Gottchen, die haben ja Farbe im Gesicht. Was haben die denn? Ja, die brauchen halt noch Diagnose. Das ist natürlich... Sieht so ein bisschen Thanos-Style aus irgendwie. Ah gut. Lassen wir die einfach mal ein bisschen farbig sein, wie sie wollen. Und haben zumindest Gewinn gemacht. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Nullzeit mit Two Point Hospital. Auch wenn wir das mit dem Patienten nicht schaffen. Bis dahin allerdings. Ciao, ciao.